Servus, Grüzi und Hallo. Hallo. Gute Laune jeden Tag und warum sage ich immer jeden Tag? Ich verstehe es nicht und das wieder die Facecam. Ja, die stürzt manchmal ab. Ja, hallo und herzlich willkommen zum besten Format auf YouTube. Auf jeden Fall. Gespielt von Ben Lexa und kann Spuren von Pamela enthalten. Oh, die besten Splashes. Oh Gott. Ah, diese Scheiße sind immer noch da. Ja. In der letzten Folge haben wir die Villager-Nose gecraftet, diese super Nose 9000. Wer das die nicht war gesehen einfach hat, toll. Der sollte sich angucken, das war so blöd. Poo-Party! What the stand? Das hat man schon so oft, die Poo-Party, obwohl die gar nicht so oft vorkommt eigentlich. Haar-Extension. Poo-Party ist so richtig behindert. Ja, ja. Ich find's geil. Aber jetzt haben wir wirklich alle Mods, die man lieben gelernt hat, in 1, gibt's jetzt auch für 2 zum Glück. Was? Nein, nein. Der ewige Frost. Wird aber in der nächsten Aufnahme dabei sein wahrscheinlich, ne? Ja, ja, da wird das Update nämlich gemacht. Und geil. Deswegen ja, aber es ist ja dann praktisch alles dabei. Nur nicht Choco Pirate, da müssen wir leider ohne auskommen. Vielleicht ist es ja bis dahin auch geupdatet. Das, Hi, ich hab keinen Spitzhack. Das ist gut. Ah doch, ich kann mir eine machen eben. Ich hätte schwören können, das wären jetzt die 2 Stufen. Alter, sind die aber so viele. Hast du zufällig grad ganz wenig Steine? Ich 3. Hab ein paar Steine. Hast du 3? Cobblestone? 30, ja. Gib mir mal 3 Cobblestone, bitte. Oder nee, wenn dann richtig. Gib mir dann nochmal 3 mehr, bitte. Aber nur 3. Schönen Dank, du Arsch! Die Dinger kann man zum Glück nicht mit Vein Miner abbauen. Welche? Die Random Edition Erze. Nein, da kann ich keine Harik jetzt machen. Muss man auch nicht bei jeder Sache. Doch. Vor allem, warum sind die Büsche dahin geflogen? Vor allem, das hier ist das Salz von Extended Cooking. Ich sehe nix. Oh, hier ist ein Stalag-Dingens von Varied Minds Mod. Stalag-Dingens, ja. Ja. Oh, hier ist ein Jengu. Ist der eigentlich freundlich? Nö. Also der macht jedenfalls nichts. Trotzdem muss er sterben. Wie gut XP gibt der hier. Also diese Höhle ist auch richtig riesenscheiße Kacke groß. Was ist das denn? Nein, oh, Creeper. Nein, wir haben noch gar keinen Adjustable Sack gemacht. Das stimmt, wir brauchen den unbedingt. Kannst du dich mal kurz nach Hause teleportieren? Du hast einen Wegpunkt, oder? Ich habe einen Wegpunkt, ja. Dann kann ich einen Adjustable Sack für uns beide machen? Ich muss eh neue Fackeln machen. Da fackel ich nicht lange. Das kannst du nur zu Hause, oder was? Ja, ohne Stöcke schon. Ah. Es gibt ja auch keine Dinge jetzt im Minenschacht, kein Holz. Nee, gibt's nicht. Nein. Ist alles gelogen. Ich hatte aber Holz bei. Ja, aber hier ist es dann schöner. Smooth Sandstone. Wo ist das Holz? Ach, Espen kann das ja auch zum Glück. Espen ist ja sonst nichts zu gebrauchen, aber dafür immerhin. Das muss einfach. Es müssen einfach genug. Genau, das sind genug Fackeln. Boah, Alter, wie schnell die Steinspitzhacken kaputt gehen. Ich glaube, die gehen jetzt auch schneller kaputt oder so, ne? Ging das denn jetzt? Ah ja, so. 2 Leder. Leder haben wir ja, ne? Für wahr. Holdergenosse. Würde ich sagen. Ich kann hier ja auch dran craften. Warum mache ich das nie? Das ist blöd. Das ist halt interessant. So. Oh, hier ist auch dunkel. Aber wenn da Mine sind, ist das jedem egal. Im Minenschacht. Hier unten wieder in diesem super sexy Minenart. Ja, das auch. Ah, die wirst du echt mal finden als Kopf. Ja, ist ja. Ich dachte, du hättest da dieses echte Gesicht da verpixelt gemacht. Das wäre lustig gewesen. Das geht gar nicht. Doch. Nein. Wenn man Boss ist. Da leider auch nicht. Schade. Ja. Halt der Skin. Ja, den kennt ja keiner. Man kennt ja nur diese Frau. Ja, das stimmt. So ein Dreck. Oh nein, die Cola hat gebackt. Ich liebe diese Glitches. Die Cola? Nee, die Kohle. Die Cola. Du hast Cola gesagt. Die Cola hat er. Die Cola hat. Mundstuhl. Huch! Ah, wunderbar, die Erze fliegen. Was? Huch, nee, Upgrade, nicht Update. Ups. Ich glaub, die nicht. Storage Upgrade, das ging ganz einfach. Nicht.
Wie ist Deutsch? Ach so, vom Sack. 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 Dann wäre es ganz praktisch, wenn du jetzt deine erste Frage stellen würdest. Ja, genau. Die erste Frage kommt von Sisohausen über Skype mal ganz besonders. Hashtag Frage für die Folge. Welcher ist euer Lieblingsort? Ach, am du PC. Scheiße. Ja, praktisch schon. Ja, was meint er mit Ort? Wirklich Stadtort? Also so. Nee, ich glaube eher so, wenn du jetzt, keine Ahnung, kennst du bestimmt aus Filmen, wenn du irgendwo hingehst, wenn du traurig bist oder so, wahrscheinlich meint er sowas. Ja, okay. Jetzt wird's emotional. Sehr emotional wird das. Ja, was würde man am ehesten sagen? Also wenn es auf jeden Fall um Ruhe geht, ist es wirklich der Computer, aber natürlich ohne Aufnahme. Natürlich einfach nur Sachen für sich erledigen. Nicht mit mir. Ja, das ist auf jeden Fall mit Merlin ruht man sich auch nicht aus, sondern macht nur random Haare. Das ist das Gegenteil von ausruhen, aber es ist trotzdem lustig. Aber dann ist das, oder eigentlich, wenn man ganz viel Ruhe braucht, natürlich das Bett. Ist natürlich so. Oh. Sag nichts Falsches, Merlin. Magic. Das war richtig. Gut, boah, die Fortune aus, die sind auch so gut. Mal gucken, was wir mal mit diesem Öl hier machen können von Variant Minds. Müssen wir echt mal ausprobieren. Und so. Meine, was ist dein Lieblingsort? Es gibt da so in meiner Nähe, guck mal hier. Da gibt's so eine. Sack. Naja, Lieblingsstadt ist Köln, muss ich sagen. Köln ist toll. Aber es gibt in meiner Nähe so einen tollen Bereich. Puff. Naja. Ja! Nee, das ist so, kennst du so eine Heidelandschaft? Schöneburger Heide. Ja. Und da gibt's halt so eine in unserer Nähe, so eine halbe Stunde weg und dann... Ja, in kleinen Städten ist das die Nähe. Und ja, das ist ziemlich schön da. Da gehe ich gerne spazieren. Ja, das glaube ich. Das ist doch, bei uns gibt's auch einige... Oh, pass auf, Creeper. Wo? March of the Gorgomites! Ah, das ist so heftig. Der Typ hat auch echt einen gehörigen Schaden. Nee, der ist taub. Alter, wie laut das ist. Endlich vorbei. Fällt mir auf, ich habe gar keine Musik an. Mist. Ha, hatte ich letztes auch nicht. Ups. Toll. Ja, dann wird das in der nächsten Session kommen. Warum hast du dich einfach jetzt an? Ich bin doch gerade hier schön am abbauen. Versicherungsvertreter! Hier. Tot. Nein, noch ein Versicherungsvertreter von hinten, den habe ich nicht gesehen. Noch ein Versicherungsvertreter! Alter. Du bist offener, Alter. Er ist tot. Lootback. Nice. Aber die haben natürlich die Smaragde jetzt weniger. Chimney Swift Set. Poop Scepter! Eddie Roku Set. Ich habe Poop Scepter. Das ist gut. Das ist richtig gut, da muss ich mir gar kein mehr craften. Super, hot. Hat er gerade Gold gehabt? Ja, tatsächlich, diese Geonachts sind eigentlich ganz praktisch. Gute Nacht, Geonacht. Ja. Hier ist doch... Also, wir haben, glaube ich, drei verschiedene Salzerze. Was war das? Geonacht. Gute Nacht, Geonacht. So, er ist tot. Alter, dieses Ding nervt mich auch kolossal, diese Aluminiumbüsche. Aber endlich haben wir den Adjustable Sack. Ist das schon Maximalkapazität? Oh nein, ja, ne? Ich habe ja noch gar keine Eisenspitzhacke. Ich könnte ja Diamanten... Essenceberry-Busch, ganz viele, irgendwie 5, 6 Stück. Nehmen die alle mit, die können wir alle anpflanzen. Ich glaube, ich kann die nicht mitnehmen, oder? Nein, ich kann die mitnehmen. Also, gut, dass ich die nicht mitnehmen kann, aber da war ein Geonacht. Ach so, okay. Oh, hier ist ein Zombie. Flieg! Okay, ich habe 5 Essenceberry-Bushes. Das ist gut. Ja, das ist wirklich gut. Lapis! Lapis dir nicht in die Hose. Oh, Alter. Richtig schlimm, ey. Dass du den noch nicht gebracht hattest. Ja, nee, eigentlich nicht. Alter, ich bin fast tot, ich merk's gar nicht. Oh, was ist das? Darknut! Meine Nüsse! Scheiße! Nein, was? Das gibt's doch nicht! Merlins Nüsse. Was war das? Eine dunkle Nüsse. Ich könnte die nicht mit dem Schwert angreifen. Der hat nur 37 Leben. Das ist doch kacke. Das ist wirklich kacke. Melechite, Additional Tools and Armor. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Modifikation ist. Aber die sah gut aus. Wo muss ich hin? Aber naja, was ist das hier? Sulfur? Es ist einfach nur zu traurig, vor allem mit Facecam, wenn ich so rumschreie. Ich habe noch nie in der Facecam rumgeschrien. Boah, ich wäre hier beinahe abgestürzt. Fuck, da ist ja wieder dieser Dark Nutte. Fuck, Alter, hilf mir doch mal! Ja, ich. Das ist doch ein Skelett und das ist ein Remobra, das gibt's doch nicht und hier ist Lava! Ich würde dich. I'm dead.
Ach, weil da ja deine ganzen Sachen drin sind, logisch, ja. Ich dachte, kannst du mich mal helfen? Ja, ja, mache ich jetzt. Ich baue das hier gerade ab, dann kann ich direkt. Kannst du mich hinführen? Führen. Komm runter. Ja. Die dunkle Nuss. Wo ist die dunkle Nuss? Ist das hier eigentlich? Saphir? In die Höhlen gefallen mir. Das wäre jetzt, wenn du daran auch sterben würdest. Guck mal da unten. Das wäre richtig lustig. Wo sieht. Ach du Scheiße, was ist das für ein Vieh? Keine Ahnung, hat aber nur 24 Leben. Auf ihn mit Gebrüll. Ich schub Sendrick einfach runter. Das macht. Ah ja, der verbrennt in Lava. Ja. Gut. Alter, jetzt die scheiß Skelette. Danke, Hendrik. Ja, 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 ja. Auch wenn du nichts gemacht hast, nur den in die Lava geschubst. Aber ich hab die Skelette getötet. Mich würde es interessieren, wie der stirbt. Mit dem Poop-Zepter vielleicht. Alter, hier ist der Axt. Von welchem Mod war der? Ich kann ihn nicht töten, außer mit der Axt. Von welchem Mod war der? Der was? Der Typ gerade. Ja, das ist eine gute Frage. Was ist das hier eigentlich? Ja, ich gucke in der Aufnahme gleich einfach mal. Ich habe keine Dingens, kein Schwert mehr. Ah, ich habe ja einen Adjustable-Zack. Hä? Was greift mich an? Skelett. Das Schwert ist einfach nur unmenschlich. Das ist gut, das macht nur 7 Damage. Ist das noch eine Leiche von dir hier? Ja, die kann man mit der Schaufel wegmachen. Ja, dreimal draufschlagen, Schuss. Das war ein Tipp hier vom Abonnenten, keine Ahnung von wegen genau, aber... Zack. Alter, hier ist ein Skelett-Spawner, wetten. Vor allem, warum nein. Die... Aber warum haben die alle keine Bögen? Weil die es können. Hä? Ich hab Schwerter bekommen. Ach, die waren in meinem BG. Lol, wenn du Sachen im BG-Slots hast, dann spawnt ein Open-Block-Spawn-Dings. Ist ja komisch. Der spawnt was? Ein Open-Blocks, Grave. Okay, interessant. Was daran all davon abhängt? Ist das ja eigentlich Schist? So ein Schist. Schist. Da gucken wir mal die Frage auf. Von Seesohausen. Ausnahmsweise. Den kenne ich, warum Seesohausen macht die komplette Folge voll, Alter. Kann sein. Er macht den Dry-Master. Er meint, Frage für die Folge. Was haltet ihr von Call of Duty Advanced Warfare? Wie immer super Folge. Die Frage habe ich auch. Der hat mir die auch geschrieben. Matik. Ich habe es nicht gespielt. Ich auch nicht, weil ich kein Call of Duty spiele und auch kein Battlefield, weil die Spiele mir beide nicht zusagen. Sondern nur bei, wenn es um diese Art von Spiel geht. Counter-Strike. Genau, Global Offensive. Ich hab einen Zombie-Kopf, ja, Mann! Der ist ja auch so selten. Alter, was ist das hier? Alter, ist der das... ist da auch. Ah, ist kein Abbruder, das ist aber nur das Öl. Der lag da einfach nur so rum. Ich denk mir so, hä, what's going on? Das dachtest du dir bestimmt. Alter, ich will Hunger. Ich will auch mal so einen Kopf von diesem Wasservieh, oder gibt's da gar keine? Na doch, eigentlich müsste es das geben. Hier ist ein lustiges Bio, müssen wir mal gucken gehen. Steppe. Tatsächlich. Bist du schon wieder oben, oder was? Nee, auf der Karte hab ich geguckt. Jetzt bin ich zu Hause. Ich komm mit. Ich will Diamanten. Oh, mein Adjustable. Zack, hab ich da reingetan. Die Textur ist mir ganz unbekannt. Zwei Villager-Noses in der Truhe. Wo? Ach, da ist der Adjustable. Warum hat mein Poop-Scepter Damage genommen? Ich hab das noch gar nicht eingesetzt. Jetzt schon. Nein, hör auf. Das ist geil. So richtig doll. Also dann müssen wir erstmal 59 Iron Chunks. Ja, rein damit. Wie unser ganzes Haus voll mit diesen scheiß Köpfen ist. Das ist schon klasse. Ich würde sagen, ja, 4 Schwerter natürlich nicht. Heißt auch ganze Eisenerze, die gibt es natürlich auch mal wieder. Dias? Was? Dias? Hast du? Schön wär so, tief war ich noch gar nicht. Doch, mit dem Niveau schon. Nein, wir waren doch tief, da war der Redstone schon unten. Da, wo wir gestorben, wo ich gestorben bin. Ja, da hätte man vielleicht suchen können. Du was? Ich könnte ja schon mal die ersten Abonnenten begraben. Wenn du meinst, ja, da gehe ich aber wieder runter. Okay, mein Pinguin war ein Abonnent, hast du gesagt, ne? Ja, das war ein Abonnent, tatsächlich. Aldimon war ein Abonnent, hast du gesagt, ne? Wer weiß. Ja. Okay, AK, ist der ein Abonnent? Wer ist Abonnent? Arkas. Ich glaube nicht. Und Ant-Venom? Zufälligerweise auch nicht. Jnano. 19? Wer wie? Jnano 19. Kommt mir auch nicht bekannt vor. Merlinmo? Tatsächlich. Ist sogar wirklich ein Abonnent, aber den verewigen wir nicht, weil der scheiße ist. Paul Soares Junior.
Auch nicht. Der kennt, nein. 9 Hücken! 8 ist von mir. Vintage Beef. Vintage Beef? Nee, also alles amerikanische YouTuber. Atz 000. Wer, wie? Atz 000. Atz. Matz. Wie wird das geschrieben? M-A-T-S 000. Oh Gott, da stellst du mir Fragen. Chimney Swift? Definitiv Eddie nicht. Rufus. Zombie? Hallo, Dristiles. Dristiles. Ja, ich verewige einfach mal den Main-Pinguin. Ja, mach das. Ja, hier ist Redstone, das stimmt. Hier gibt's ganz viele schöne Erze. Kautipper, ja natürlich, weil ich Leder aufgesammelt habe, was hier einfach lag. Da würde ich sagen, was sagt die Zeit? Die sagt perfekt für die nächste Folge. Ah, nee, leider nicht komplett. Folge. Frage. Ich habe schon fast gedacht, ich habe meinen Innovative Reality Fragenordner fast Folgen genannt. Aber nein, es war zum Glück sind dann doch noch Fragen geblieben. Aber jetzt kommt die Frage von den Diamond Miners. Oh. Geil. Schaut ihr euch auch Videos von anderen größeren YouTubern an, wie zum Beispiel Ungespielt, Elfie mit Kev, Gronkh und so weiter an? Und wenn ich gucke mir die von Hendrik an. Welcher ist euer Lieblings-YouTuber? Ausgenommen euch. Oh. Ausgenommen euch heißt das jetzt, ich darf nicht du sagen. Richtig. Weil du bist ja eigentlich wirklich mein YouTuber, weil du bist der einzige Let's Player, den ich im Urlaub geguckt habe. Und ApeCon, da würde ich sagen, ApeCon ist mein Lieblings-Let's Player, nach Hendrik. Let's Player vor allem. Ja, YouTuber, sorry. YouTube besteht nur aus Let's Playern. Naja, aber... Der YouTuber ist Let's Player. PewDiePie! Oh Gott. Merlimo. Ja, ja, so ist das. Nee, also was ich mir am liebsten... Och, es ist schwierig zu sagen. Es kommt natürlich immer darauf an, weil ich habe jetzt 290 Leute abonniert oder so ungefähr. Am liebsten guckst du natürlich mich, ne? Ja, am liebsten guck ich natürlich den Merlin. Nee, bei Merlins Videos guck ich auf jeden Fall schon rein, nur halt nicht die, die Videos von Innovate Reality, weil ich die ja schon kenne. Außer es ist was Besonderes. Was? Ich guck deine aber immer, weil die so schön bearbeitet sind. Und du guckst deine mehrfach. Ja, ich guck meine auch mehrfach, weil sie heftig. So gut sind. Ich guck meins höchstens einmal. Also einmal muss ich es ja wegen dir fragen, aber... Ja, ich guck immer eigentlich, weil das so toll ist mit diesen Bearbeitungen. Die finde ich dann selbst meistens zum Totlachen. Ja, die sind aber auch manchmal gut. Also eigentlich immer sind die gut. Vor allem Innovate Reality lebt ja von den Haare-Cats und da muss sowas schon sein. Aber was ich dann am liebsten gucke, ist auf jeden Fall, wo ich mich auf jeden Fall uneingeschränkt freue, ist immer, wenn der Ranzrat ein neues Video macht. Das ist ganz lustig. Aber nur für die Leute. Ja, wirklich, tatsächlich. Aber das ist natürlich nur für die Leute relevant, die halt auch DayZ und sowas in der Sparte mögen. Das ist Sparte. Oh nein. Oh. 6 Merlimo-Köpfe. Ich glaube, irgendwie ein Henry-Kopf oder so. Ich wollte in meinem Pinguin jetzt ein Grab machen. Er hat es verdient. Ja, er hat es wirklich verdient, weil er ja Abonnent ist. Oh. Oh. Schon ein bisschen makaber, dafür den Friedhof zu machen. Das als Grab hatte ich die ja mal alle, als ob die gestorben wären. Es kommen die neuen Zuschauer. 10 Millionen Abonnenten. Bam. Ich frage mich, warum hier keine Dingens... Ich dachte, ich frage mich, warum wir keine 1 Million Abonnenten haben. Das fragt sie immerhin bestimmt. Ja. Ich möchte mich Koordinaten hier haben. Ganz kleine Koordinaten. Höhe 17. Was war die beste? Winged Venom! Was ist das denn? Venom! Gleich kommt End Venom! Oh nein! Mit Flügeln. Oh nein, der ist gut. Winged Venom! Alter, der Typ ist echt total behindert. Du kannst echt nichts mehr sagen, dass der noch normal ist. Doch. Ich schon. Der ist definitiv unnormal, der Typ. Ich doch auch. Ja, naja, aber der Typ hat einfach einen Knall. Vor allem, warum kriege ich jetzt Monster Hunter? Das macht einfach keinen Sinn. Muss ich eher davor Kautipper haben oder was? Was habe ich für Achievements? Na, und wir können auch keine Holzwerkzeuge. Das ist ganz praktisch. Ah, mein Sack ist bestimmt auch noch voll. Ja, genau. Beste Ebene ist 9. Da gehen wir mal ins Tiefer noch. Ins Tiefer. Eins auf jeden Fall. Winged Venom ist jetzt leider auch schon vorbei. Was sagt die Zeit? Die geht auch so schnell vorbei. Wir haben jetzt 19,5 Minuten. Ja, dann lasst uns die Folge doch einfach 10 Stunden mal machen. 10 Stunden, ja klar. Mich freut's da wieder bei Rendern. Einer wird's bestimmt immer gucken. Beim Hochladen, Stimmt, der Leiste Nights macht jeden Tag so eine 10 Stunden Folge. Wäre doch geil. Oder 2. Beim Hochladen stört es mich ja noch nicht mal, sondern weil das ja während der Schulzeit passiert, aber beim Rendern dauert es relativ lang dann.
Dann render das doch während der Schulzeit. Ja, das war schon ein klares Zeichen, denn ich bin nämlich jetzt auch praktisch weg. Und ich habe Diamanten gefunden. Was wollte ich denn jetzt noch machen? Perfekt zum Ende. Nee, bei mir gibt es nämlich jetzt auch Kuchen essen. Perfekt zum Ende der Folge. Hier bei nein. Ich muss doch eben den Kopf dahin stellen, sonst rasten alle aus bei mir. Das geht bei mir auf jeden Fall nicht anders. Du Scheiß Merlin! Das sind auf jeden Fall Diamanten, die wir nächste Folge feierlich abbauen werden. Und sind da Diamanten? Mehr als zwei? Ja, keine Ahnung. Ich kann ja mal abbauen. Es sind auf jeden Fall ganz viele. Ja, dann, das heißt, wir haben unendlich Diamanten, weil wir uns diese scheiß Krüge machen können. Fünf Stück. Da freut sich der Krüger. Ich denke auch, fünf Diamanten meine ich. Und das wäre es dann auch wieder gewesen für die Folge. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. Tschüss.